Das Strafverfahren richtet sich gegen einen 27 Jahre alten Mann aus Aachen, dem Missbrauchstaten zum Nachteil von insgesamt 3 Kindern zur Last gelegt werden. Der Tatzeitraum erstreckt sich von April 2019 bis Juni 2020, dem Zeitpunkt seiner Festnahme. Bei den Opfern soll es sich zum einen um 2 Jungen aus Dortmund handeln, die seinem verwandtschaftlichen Umfeld zugerechnet werden. Weiteres Opfer soll der 10-jährige Ziehsohn des Adrian V. sein, der als Schlüsselfigur im Münsteraner Missbrauchsprozess gilt. Tatort soll neben der Wohnung in Münster und der Gartenlaube in Münster 2 Ferienwohnungen gewesen sein, nämlich in Winterberg und in Pirna.